Hallo meine liebe Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDW Schweißshop. Gestern Abend habe ich mir eine Frage gestellt, wie kann ich den WIG-Anfängern helfen, denn die haben meistens das Problem, den Zusatz von Hand dazuzugeben. Es gibt solche Hilfe wie den TIG-Pen, den habe ich euch schon mal vorgestellt, da kannst du quasi mit der Hand und mit dem Rädchen dir den Zusatz so da reinschieben, ist aber keine richtige Lösung, du sollst das schon richtig lernen, aber wie kann ich das WIG-Schweißen so gestalten, dass es ähnlich funktioniert wie das MIG-MAG-Schweißen? Ich erfinde jetzt nichts Neues, was ich euch zeigen werde. Das gibt es schon, aber ich habe überlegt, wie kannst du das möglichst, ich sag mal mit den einfachen Mitteln, sehr günstig umsetzen, dass du es auch bei dir in der Werkstatt umsetzen kannst. Und da sind wir heute Morgen auf eine folgende Idee gestoßen, haben den ersten Prototypen quasi hier zusammengesetzt, war relativ easy und es hat uns umgehauen, wie einfach das ist und wie gut es funktioniert. Ja, eine automatische Drahtzufuhr beim WIG-Schweißen und so sieht das Ganze aus. Wir haben heute das Ganze ein bisschen chaotisch kombiniert. Ich brauche hier einen Drahtvorschub, der mir den Draht, den Zusatz liefert. Dafür habe ich meine MIG 250 zweckentfremdet. Die hat ja nur 350 Euro gekostet. Die kann man dafür vergewaltigen. Du kannst aber auch eine andere x-beliebige MAG-Maschine nehmen. Wichtig ist, dass der Draht über den Drahtvorschub gefördert wird. Wir brauchen hier keinen Strom und dass du die Drahtgeschwindigkeit einstellen kannst. Das ist wichtig. Das haben wir hiermit geschaffen. Wunderbar soweit. Und dann brauchst du natürlich eine Stromquelle, die den Strom liefert. Eine WIG-Maschine. Ob du jetzt eine vorhandene WIG-Maschine hast, egal welcher Hersteller, ist es egal. Ich habe heute die Tetrix verwendet, weil die kann pulsen und das werden wir heute auch nochmal brauchen. Also, wir haben jetzt quasi unseren Drahtvorschub, unsere Stromquelle, unseren WIG-Brenner. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie bringen wir den Draht von dem Drahtvorschub zum WIG-Brenner nach vorne, wo er hingehört. Wir haben einfach eine Kombiseele mit ein paar Kabelbindern angebracht, ab eure Zentralanschluss. Und haben das mit einer Schelle so weit hier hingebracht, dass er genau hier so rauskommt, wie ich es brauche, als würde ich den von Hand dazugeben. Ja? Und hatte ich eigentlich schon gesagt, wie gut das funktioniert? Kann man ja hier sehen. Die erste Schweißaufnahme für dich. Zieh dir das mal rein. Ist schon ziemlich cool, weil du kannst es ja natürlich mit dem Drahtvorschub, mit dem Pedal bestimmen, indem du quasi den Fuß betätigst und dann läuft ja der Drahtvorschub, hast du ja überbrückt über deinen Horizontalanschluss und dann hast du zu dem Moment, wo du es brauchst, den Zusatz. Du gehst vor Fußpedal, hast du den Zusatz nicht. Du kannst das Ganze natürlich jetzt auch, wie man sieht, permanent laufen lassen, wird aber schnell zu viel Draht, also habe ich hier die Pulsfunktion verwendet. Und dort kann man sehen, wie der Draht so ins Schweißbad kommt und die Maschine pulst und das Ganze übernimmt. Ja. Reden wir ganz kurz über die Parameter. Wenn du den Zusatz quasi rein tippen möchtest, musst du natürlich mit dem Pedal, logisch, tippen. Parameter waren dafür, bei 3 mm Blechen bin ich teilweise auf 110 Ampere hochgegangen. Bei der MIG 250 den Drahtvorschub komplett runter, bis nicht mehr geht. Da ist trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit, müsste ich nachmessen. War schon relativ schnell. Und dann im normalen Takt, so ungefähr wie hier, nach Gefühl immer ins Schweißbad reingedrückt. Als würdest du das von Hand dazugeben. Könntest du theoretisch auch nur mit einer Hand schweißen. So, das waren die Parameter dafür. So sieht mein Schweißergebnis aus. Ich finde, das ist absolut in Ordnung. Das Gute dabei ist, wenn du da einigermaßen die Geschwindigkeit einhältst und den Brenner gerade hältst, wie beim MAG-Schweißen, kriegst du da schon relativ gute optische Schweißergebnisse hin. Du musst natürlich noch gucken, ob du durch bist, ob du durchgeschweißt hast, ob das fest ist. Das musst du natürlich auch alles beachten. So, dann kam der zweite Punkt. Ich wollte das Ganze unbedingt halt mit dem Puls schweißen. Ich habe dann die Maschine auf 180 Ampere eingestellt, habe meine Pulszeiten eingestellt. Das kann man sich vielleicht hier einmal angucken. Also zuletzt haben wir 4 mm Bleche geschweißt mit dem Puls. Dafür hatte ich 180 Ampere eingestellt, habe den Puls hier aktiviert, den Sekundenpuls. Was heißt das? Dass mein erster Strom mit 180 Ampere kommt. 0,20 Sekunden lang. 50% mal Zweitstrom, also 50% von 180. Wie viel sind das? 90 Ampere und die kommen dann mit 0,20 Sekunden. Also ein schöner Takt, gleichmäßiger Takt, 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 Takt. Und der Zusatz wird permanent ohne Stopp reingeschoben.
Welche Schwierigkeiten hat man dabei? Man sieht oft in den Aufnahmen, dass sich da gerne auch mal der Tropfen bildet, was du nicht haben möchtest. Da musst du den Brenner ein bisschen bewegen, ein bisschen korrigieren, weil sobald du den Winkel veränderst, merkst du, wie der Zusatz dann eher schneller und gleichmäßiger ins Schweißbad kommt und es gar nicht zu diesen Tropfenbildungen kommt. Bei der Kehle fand ich das umso einfacher. Einfach den Brenner in die Mitte halten, 45 Grad, Schmelze bilden. Du siehst, dass beide Bleche oben und unten aufgeschweißt sind. Und den Zusatz versuchst du, wenn du kannst, ein bisschen so von oben dazu zu geben. Und dann siehst du, wie das eigentlich super läuft. Wenn der Zusatz auf das untere Blech trifft, dann wird das von der Schweißnaht natürlich nicht so gut und nicht so stabil. Also du guckst schon, weil er nach unten fließt, dass du aufs obere Blech kommst. Ne? Aber das funktioniert dann auch soweit gut. Kommen wir zu unserem Fazit. Ist das gut? Ich finde das brutal gut. Ja, du hast in der Werkstatt irgendeinen günstigen Mackenwerter rumfliegen und irgendeinen günstigen Wickenwerter. Ratzfatz hast du dir so ein System gebaut. Ne? Du hast hier den Drahtvorschub, eine Kombiseele, eine Spirale, die den Draht fördert zum Brenner nach vorne. Und dann holst du dir ein Fußpedal, womit du quasi über den Eurozentralanschluss immer sagst, ja, nein, Draht, ja oder nein. Da kommen nämlich zwei Pins, die kannst du überbrücken. Sobald sie überbrückt sind, kommt der Draht. Wenn du loslässt, kommt er nicht. Ist eigentlich ganz easy. Und hast du sehr schnell eine günstige Lösung. Ich schätze mal unter 600 Euro, wenn man es ganz günstig nimmt. Es gibt natürlich auch professionelle Systeme, das TIGBIT-System, das hatte ich öfter schon mal gezeigt, da ist das Ganze natürlich schon fertig, das ist professionell, das hat ganz andere Funktionen, das funktioniert viel zuverlässiger, ja. Es ist nicht so ein Gebabbel hier, wobei das man sicherlich auch besser machen kann, aber wie gesagt, eine professionelle Industriefirma wird natürlich nicht auf so etwas zurückgreifen, die wird dann eher auf ein professionelles System zurückgreifen. So, was ist denn deiner Meinung dazu? Findest du das cool? Hast du sowas schon mal gemacht? Schreib mir bitte einen Kommentar. Ich wünsche dir was. Bis dahin. Ciao.